Peace, liebe Pflanzenfreunde. Ja, heute habe ich einfach mal gedacht, ich habe mal richtig Bock auf ein Video zu machen. Und ja, eigentlich wäre es jetzt wie normal, dass ich es morgen mache, aber heute habe ich mal richtig Bock gehabt. Und ja, wie ich gesagt habe, da muss ich jetzt einfach eins machen. Ja, machen wir einfach weiter wie normal. Und zwar lerne Pflanze in der Praxis. Ja? Wir hatten letzte Woche oder letzten vor 2 Tagen, vier Tagen haben wir das gehabt. Richtig, genau. Da die ist jetzt ein bisschen verdottert, aber wenn nicht, könnt ihr es vorletzten oder im letzten Video bei Lernen Pflanzen in der Praxis könnt ihr es mal schauen. Das ist die Jasminium nudiflorum. Okay? Jasminium nudiflorum. Nochmal. Jasminium nudiflorum. Genau. Okay. Ja, heute ist es eigentlich genauso wie letztes Mal, also vor 2 Videos oder was. Lerne Pflanzen in der Praxis. Ein Stamm, wo ich der Feigebaum gezeigt habe. Oder Stamm, habe ich gedacht, mache ich heute genau das Gleiche, weil das ist eigentlich ganz interessant. Ja, dass man eigentlich nur sehen kann, wenn man die Rinde sieht, dass man gleich direkt sagen kann, ah, guck mal, das ist die Pflanze, die und die Pflanze. Okay? Hier. Das ist die hier. Eigentlich ganz auffällig, weil innen drin, das ist eigentlich fast die einzigste, wo rötlich ist. Und diese Rinde ist sehr dunkel. Okay? Ja, bevor ich jetzt sage, ich mache das wieder beim nächsten Video und du das dann im übernächsten Video wieder auflösen, habe ich mir gedacht, mache ich gleich die Äste mit den Knospen. Genau. Das sind die Knospen hier. Eine ist die Blattknospe und die andere ist die Blütenknospe, aber was jetzt was ist, weiß ich jetzt selbst leider nicht. Ja, bei der ist es auffällig, und zwar die Blütenknospen kommen im zweiten Jahr nach, nee, die Fruchtknospen, Entschuldigung, die Fruchtknospen kommen im zweiten Jahr nach der Blütenknospen, ja? Im ersten Jahr, also wenn ihr diesen Baum schneidet, und ihr schneidet den richtig zurück auf den alten Holz, dann habt ihr im ersten Jahr keine Frucht, sondern nur die Blüten. Ja? Und erst im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr allerspätestens habt ihr dann die Frucht, weil dadurch erst im alten Holz oder im zweijährigen oder dreijährigen Holz habt ihr die Früchte. Okay? Und die ist essbar. Und ja, das war es eigentlich von dieser Pflanze. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr wollt, wenn ihr euch das interessiert, könnt ihr mal mein E-Book mal wenigstens durchchecken und kommentieren oder sagen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Rasta Danda. Peace.